Servus, seid gegrüßt. Es geht um neue Messer bzw. alte Messer oder ältere Messer von Odenwulf, früher Wolfgangs. Mittlerweile haben sie aber auch den Schriftzug schon auf den Packungen drauf, die sich geändert haben. Ist bestimmt schon altbekannt. Und zwar von der 440er Klinge auf D2 haben die umgestellt. Also D2 Stahl haben jetzt die Klingen. Diese Messer, die hier so liegen, wie jetzt das W3 und W1, W2. Die habe ich schon mal vorgestellt. Da gibt es wunderbare Videos. Ja, da kann man das ganz gut sehen, was die so auf dem Kasten haben. Ich habe selber seit einiger Zeit ein neues in Gebrauch, und zwar ist das das Cladio. Das ist hier dieses Klappmesser, auch mit D2 Stahl. Und ich habe das tatsächlich privat dabei, weil mir das unheimlich gut gefällt. Hier kann man es mal sehen. Zusammengeklappt, mit einem sehr stabilen, sehr ja, stark pressenden Clip. Also da fehlt sich nichts, der hält echt extrem gut, schon zu gut. Ja, und das Bandtollhalter. Das ist hier Paracord. Das ist schon so fertig dabei in der Packung. Und das ist ein Baukastensystem. Zum einen kann man halt den Griff auswählen, die Farbe. Das kann man übrigens bei den ganzen Messern. Also das ist überall möglich. Auch bei dem hier, das habe ich einmal im Schwarz. Das habe ich auch in Schwarz vorgestellt. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, Olivgrün finde ich recht schön. So, da kann man sich auch dann eben aussuchen, ob man die Kydex-Scheide dabei haben möchte. Mit Techlock-Befestigung. Die ist super. Zeige ich euch gleich mal kurz. Ja, es ist ziemlich stabil, das Ganze. So rum. Da fehlt sich nichts. Da fällt nichts raus und es geht auch relativ. Ja, schwer, sage ich mal. Also es wirklich hält gut, ist eine tolle Sache. Ich selber nehme die Lederscheide für das Messer, weil das einfach ein bisschen schöner, ja, es trägt nicht so dick auf, es sieht man nicht so krass und für den alltäglichen Gebrauch ist mir das um einiges lieber. Gerade wenn man so mal einen Tag im Wald ist oder eben egal wo, kann man das wunderbar mitnehmen, weil es halt ein Klappmesser ist und ich stehe halt total auf Klappmesser. Feststehende Klingen, da habe ich auch etliche von diesen. Aber Klappmesser gar nicht mal so viele. Genau, das ist die Neuheit, was das Cladio-Baukastensystem betrifft hier. Das Cladio gibt es in zwei Ausführungen: einmal mit dem großen Nagelhau und einmal hier noch frisch verpackt mit dem kleinen Nagelhau. Mir persönlich gefällt das besser mit dem großen. Genau. Wunderbare Geschichte. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist kurz, wenn ihr so ein Messer kauft, ihr kennt die Geschichte vielleicht schon. Ein Teil davon geht immer an die Kinderkrebsstiftung und da haben die schon 25.000 Euro stiften können das letzte Mal. Das ist eine große, ganz große Geschichte. Finde ich richtig toll. Also, wenn ihr euch da eins kauft, geht ein Teil des Geldes eben an die Kinderkrebshilfe. Die feststehenden Messer, die haben immer eine durchgehende Klinge, also der Griff ist durchgehend. Da tut sich nichts fehlen, da wackelt nichts, da bricht da nichts. Ist mir noch nie passiert oder ich denke auch nicht, dass das passieren wird, dass irgendeins von den Messern mal beim Betonen oder so brechen würde. Kann man schon ordentlich hernehmen. Also haben auch ein schönes Gewicht. Find die, ja, ich bin wirklich von Odenwulf recht angetan. Die Haltbarkeit, wie die da drin sitzen, da kann man einfach nicht mehr meckern. Das ist gut. Dann haben wir den Feuerstahl dabei, der hält auch eine Weile. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Feuerstahl, der tipptopp ist. Aber ich habe das alles schon mal gezeigt. Da verwende ich dann doch gerne mal von anderen Firmen einen. Aber so für ein Komplettmesser, für Anfänger auch, tolle Sache. Ich nehme die gerne her. Bin ja viel mit dem Dachzelt unterwegs und der Camping, da habe ich sowas immer dabei. Keine Frage. Ja, also wie gesagt, Baukastensystem kann man sich frei aussuchen, welche Farben man möchte, welche Scheide man dazu möchte, ob Kydex oder Leder und so weiter. Beziehungsweise bekommt man die ja sowieso separat. Und genau, ganz wichtiger Punkt ist, die Messer sind wegen dem D2 nicht teurer geworden. Und wenn ihr da Interesse habt, einen richtigen Test zu sehen von Odenwulf allgemein, schaut auf meinen Kanal. Da habe ich einiges drinnen, auch in Aktion. Immer wieder in meinen Videos, wenn ich draußen Bushcraft mache, kann man die in der Aktion sehen. Ja, bin zufrieden. Dann war es das auch schon soweit. Ich habe jetzt nichts mehr zum Erzählen darüber. Ich danke fürs Reinschauen und wir sehen uns irgendwann beim nächsten Mal auf meinem Kanal wieder. Macht es gut. Servus. Ciao.